Technik läuft wieder, dann sagen wir Hallo zu Filmen im Kreuzverhör. Hallo Bettkopf. Hä? Woche Pause, hat der gut da. Ich habe ein Haar verloren. Ich habe ein bisschen Serie gesehen. Nein, Quatsch. Der Bart meidet. Ja, ist schon gut. Wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden, jawohl. Nein, wir sind wieder da. Ja. So schlecht wie immer oder so gut wie immer oder whatever.1994 war für mich ein tolles Jahr. Ich bin viermal im Kino gesehen, den gleichen Film geschaut, den ich kurz darauf aber dann in- und auswendig konnte. 2014 kam eine Fortsetzung gekommen und um die geht es jetzt. Und zwar? Dumm und Dümmer. 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 Dümmerer ist das Prequel. Dümmer. Keine Ahnung. Ja. Dumb and Dumber 2. Genau. Mit einem O. Jahre sind vergangen und die hat Lloyd Christmas in der Irrenanstalt verbracht. Und das alles für einen Gag. Der Harry dann findet das weniger lustig, aber gut, sie gehen zusammen heim und dort erfahrt dann der Lloyd, dass der Harry eine neue Niere braucht. Kurze Zeit später erfahrt der Harry, dass er offenbar eine erwachsene Tochter hat, die ihm eben so eine Niere spenden kann. Und schon haben wir einen neuen Roadtrip. Und ja, ein Film, wo der Jim Carrey die Hauptrolle spielt. Und der Jeff Daniels, also die zwei Darsteller, die man eigentlich im ersten Sequel schon wollte, wo das Prequel war, wo vor allem eigentlich gecast wird. Ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, wie er gemacht wird, aber okay, um den geht es heute nicht. Und aus irgendwelchen Gründen haben Jim Carrey und Jeff Daniels damals nicht wollen. Also Jim Carrey vermutlich, weil seine Karriere noch richtig gut gelaufen ist. Jeff Daniels, weiß ich nicht, der hat nie wirklich eine richtig gut laufende Karriere gehabt, aber guter Schauspieler wohlgemerkt. Und jetzt läuft beide Karrieren nicht mehr so toll. Zum ja, also Jeff Daniels hat eine schöne Serie im Ja, aber im Kino, ich weiß gerade, im Kino läuft es nicht mehr so toll. Jeff Daniels, ja. Und jetzt haben sie sich anscheinend für eine Fortsetzung bereitgeschlagen. Ja, und die ist inszeniert worden von den Farrell-Brüdern. Wobei du schon eine Darstellerin. Ja, der erste Teil. Ja, du schon eine Darstellerin. Und neu dabei, als quasi Bösewicht, ist der Rob Riggle in einer schönen Doppelnebenrolle. Ja, ist recht funny. Er hat recht, ja. Er hat ein paar gute Gags auf seiner Seite, sagen wir es mal so. Ja, ich habe mich riesig auf den Film gefreut, bin aber ein bisschen skeptisch gesehen, weil ich auch ein bisschen darüber gelesen habe und so. Bin dann auch nicht ins Kino und habe eben gewartet. Ist der bei uns überhaupt im Kino gelaufen? Ja, aber nicht lang. Aber genau, das ist der Punkt, weil der Film ist irgendwie gross angekündigt worden, also hat er recht einen Hype gehabt, was es hat er gemacht und dann ist er recht so unter dem Radar mehr oder weniger durchgeflogen. Es ist halt, und ich glaube, da kann ich schon mal zusammenfassend sagen, das ist etwas, was viele Leute gestört hat. Er hat nicht den Charme vom alten Film. Ja. Der Charme geht ihm ab. Er ist auch nicht so episch. Er wirkt nicht ganz so schön gefilmt wie der erste. Er ist sehr spröde. Also ich finde teilweise, also die ganze Inszenierung ist teilweise extrem spröde. Ich würde fast sagen, teilweise lustlos. Ja, lustlos. Ich würde sagen, teilweise hat es nach sehr wenig Budget ausgesehen. Das auch, ja. Es sind zwar wenige Momente, aber die gibt es. Aber das ist alles nicht so wichtig, finde ich. Weil das Wichtigste ist, man hat Charaktere ein bisschen verändert. Und nicht zum Positiven. Jetzt kann man sagen, die einen sagen, es liegt vielleicht am Alter, weil 30-jährige Trottel sind lustiger als 50-jährige Trottel. Das bleibt aber immer Trottel. Ich finde jetzt, dass man denen ihren Charakter ein bisschen ins Böse gekehrt hat. Also vor allem von Jim Carrey, The Lloyd Christmas, ist ziemlich böse. Man kann jetzt das aber auch wieder entschuldigen, weil im Film etwas von einer partiellen Lobotomie gesagt wird. Ja, aber da greifst du zu weit zusammen. Also ganz ehrlich gesagt, Jim Carrey ist im Film, Entschuldigung, das ist auch ein Arschloch. Also irgendwie denkst du auf die ganze Zeit, eigentlich gehört am Konstant eigentlich abgedruckt. Man macht es am Schluss irgendwie doch wieder gut. Ja, aber das haben doch nicht daran, dass 90 Minuten zuvor Konstant irgendwie einem wirklich auf die Nerven geht. Weil das Jeff Daniels ist immer noch irgendwie der sympathische Dottel, der einfach in den Backen kniefen willst und sagen, komm, geh zu deiner Mami. Ja, Jim Carrey spielt halt immer noch der geschlechtsgesteuerte Typ, der einfach nur zur Frau will. Ja, mehr oder weniger, das kann man so sagen. Was die Gags anbelangt, ist ein paar Problem. Ich finde, die Gagdichte ist recht überschaubar. Es hat ein paar wirklich sehr gute Gags, wo man wirklich grölen kann. Sie Katze, Crystal Meth, sie Vögel, bla 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 und so weiter und so fort. Und der Hotdog. Und der Hotdog zum Beispiel, ja. Aber dann hat es auch recht viele Gags, wo... Es hat halt viele Gags, wo man übernommen hat aus dem ersten Teil quasi und nochmal in einem anderen Kontext bringt. Was und durch das Charaktere eben nicht mehr die gleichen sind, wirkt es einfach nicht mehr so.
Ja, es wirkt eigentlich so mehr oder weniger so, einfach, als ob die Farrell-Brüder nicht wirklich viele Ideen hatten und einfach gedacht haben, wir kommen. Ja, sie sagen, es sei eine Hommage. Und ja, das würde auch funktionieren, wenn Charaktere noch. Ja, aber wieso eine Hommage? Es ist einfach so eine Fortsetzung und keine Hommage. Ja, es ist halt 20 Jahre her, da hat man ein bisschen Nostalgiegefühl. Ja, habe ich jetzt nicht wirklich gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also, vielleicht bin ich auch recht böse. Ich meine, ich muss ja sagen, ich bin nicht wirklich ein Fan von Jim Carrey als Komiker. Ich meine, ich bin eher der, der Jim Carrey lieber in ernster Rolle sieht. Und auch beim Jeff Daniels, ich respektiere ihn sehr stark als Schauspieler, vor allem als Charakterdarsteller. Und vielleicht liegt es auch das, dass der Film nicht wirklich, ich nicht wirklich die Zielgruppe für diesen Film bin. Dass ich vielleicht wegen dem ein bisschen eher ich liebe Jim Carrey in allen Rollen. Ich finde auch, er kann grundsätzlich alles spielen, er braucht aber auch ein gutes Drehbuch. Das hat jetzt da auch nicht so wirklich, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich mal damit abgefunden hat, dass das Ganze halt jetzt einen anderen Vibe hat und nimmt auch Charme, dann kann man damit durchaus seinen Spass haben, finde ich. Vor allem auch dank Rob Riggle, der da einen schönen Counterpart spielt. Und das Hin und Her zwischen ihnen und seinen Charakteren, das ist... Wobei ich sagen muss, seine zweite Rolle ist vielleicht fast unlustiger als seine erste. Ich finde seine erste Rolle um einiges... Das ist auch gewollt, würde ich sagen. ...gelungen noch. Also ja, die zweite ist der Oberfreak. Ja, mehr oder weniger. In dem Sinne einfach der Auftritt einfach cool, weil er überall auftaucht, weil er ja, sprichwörtlich aus dem Nichts auftaucht, mehr oder weniger. Nein, was soll man sagen? Ich denke, die, die den ersten Teil gefallen haben, die werden am zweiten irgendwo Spass haben. Nicht alle offenbar. Ja, und die, die am ersten Teil schon nicht so viel anfordern können, denen ich eben auch dazugehöre. Ich bin jetzt nie wirklich so ein großer Dumm und Dümmer-Fan gewesen. Steinigen mich von mir aus, das ist kein Problem. Eine von der besten Buddy-Komödien von den letzten 50 Jahren. Mir egal, das ist mir egal. Ich habe meine Meinung und die bleibt. Und vielleicht bin ich eben, wie gesagt, wegen dem eine ganz so der richtige Kunde für diese Art von Filmen. Ja, dann freue ich mich schon auf dieses Urteil, da kommen wir jetzt gerade dazu. Also, Mister, ich bin in Zielgruppe. Soll ich loslegen? Ja. Nee, ganz ehrlich gesagt, ich muss sagen, wie gesagt, der Film hat ein paar lustige Gags, wo ich wirklich lachen musste. Er ist im Großen und Ganzen durchaus trotzdem sehr unterhaltsam, also Unterhaltungswert ist da, aber ich finde ihn sehr, sehr spröde inszeniert. Ja, genau. Ich finde ihn sehr, sehr spröde inszeniert. Ich finde, Jim Carrey und Jeff Daniels machen ihre Sache gut, aber sie könnten, eben, es sind halt zwei 50-Jährige und das wirkt teilweise ein bisschen eher peinlich. Und darum gebe ich dem Film nur 2 von 5 Handschellen, weil ich einfach sage, es war so viel mehr drin gewesen. Und braucht es überhaupt eine Fortsetzung? Nein, dann sehe ich so. Ich habe mich gefreut, dass es diese Fortsetzung gibt. Ich freue mich immer noch, dass es sie gibt. Und ich habe jetzt schon 2-mal geschaut inzwischen. Wann nimmst du dir Zeit? Tja, Time-Management. Ja, Time-Management, ja. Ich habe meinen Spass gehabt. Natürlich, er kommt sicher nicht ans 1, aber das 1 ist für mich ein 5 von 5 Handschellen-Film, das muss ich dazu sagen. Ja, absolut. Ich liebe den Film. Ich liebe den Film, ich vergötte den. Das ist die perfekte Komödie. Eine von den... Ja. So viel zum Thema Reden und Nachdenken. Ich kann jetzt nachdenken. Soll ich es nochmal sagen? Soll ich es buchstabieren für dich? Nein, es hat nicht so gedacht, als ob du nachdenkst. Das ist egal. Ja, nur weil du es nicht kannst nachvollziehen. Aber du bist ja eine Zielgruppe, also musst gar nicht mitreden. Aber trotzdem muss ich sagen, der Film kommt bei mir auch nur auf knappe. Und da hättest du den Jim Carrey-Bonus bei mir, sonst wäre es ein bisschen tiefer, knappe 3,5 von 5 Handschellen. Gut, und jeder, der sich jetzt fragt, ist der Film jetzt wirklich so gut, also hat jetzt auch recht? Oder ist der Film halt nicht so gut? Oder habe ich also recht? Übrigens, so sieht dann die Hülle aus. Ja, die Hülle inklusive Film können wir auch 3-mal an glückliche Gewinner vergeben, weil wir verlosen 3-mal die Blu-ray von Dumm und Dümmer. Dümmer? Dümmer. Dümmer. Und ja. Ich überlege nicht beim Reden. Ja, ist ja klasse. Dann überleg dir doch jetzt einmal eine Frage fürs Gewinnspiel. Ja, wann ist der erste Teil ins Kino gekommen? Ja, das ist so einfach. Das ist so... Ja, das wären deine Fragen immer besser. Ja, die sind besser. Du hast keine Ahnung. Das hast du jetzt gerade gezeigt, aber ist egal, ist gut. Wir wünschen allen viel Glück beim Gewinnspiel mitmachen. Ich bin mal gespannt, wie viel das Erscheinungsjahr vom zweiten Teil schickt. Gut. Nach dem Film kommt Musik sozusagen. Blöde Einstellung. Meistens auch im Film. Meistens auch im Film. Und wir stellen hier jetzt das erste Album vom Projekt, vom Projekt Musik Non Grada vor. Hexenjäger.
Musica non grata. Musica non grata. So viel Zeit muss sein. Ja, Entschuldigung. Musica non grata. Hexenjäger heißt das Teil. Ist, was wir hier in der Hand haben, ist eine CD-Version, die limitiert ist auf 25 Stück weltweit. Und mit einem schönen Drachensegel versiegelt. Und das will man eigentlich gar nicht aufmachen, das ist so schön gemacht. Dahinter versteckt sich unser sprichwörtlich verdeckter Ermittler. Der hat sich jetzt sozusagen auch musikalisch austobt und hat sich am Thema, wie es heisst, Hexenjäger angenommen. Und was ist es für Musik? Es ist also nicht Musik, also nicht der. Es ist nicht einfach zu konsumieren, das ganze Teil. Es ist eigentlich eher atmosphärischer Sound. Das ist mehr so eine Art Score. Ja, eine Art Score mit Spruchsamples eingewoben, die dann auch wieder recht stimmig machen. Es dreht sich alles um das Thema Hexenjäger, Hexenverbrennung und alles drum und dran. Ist definitiv etwas, was man auf den Kopfhörer hören sollte, weil dann kommt es wirklich richtig gut rein. Am besten irgendwo an einem dunklen, regenverhangenen Abend und Kerzenlicht. Ja. Und zwei von euch können das bald machen. Ja, genau, weil wir verlosen nämlich zweimal das Hexenjäger-Album, nämlich Nummer 11. Und was hast du? Steht da hinten drauf. Da. Hast du eine Nummer? Ja, da Nummer 11 und Nummer 8 von 25 verlosen wir. Ja. Und was wir dafür machen, ihr müsst uns eine Frage beantworten. Da habe ich nämlich jetzt eine Frage. Nennt uns einer der bekanntesten Hexenjägerfilme, die es gibt, oder wenn nicht sogar der bekannteste, wo der Vincent Price drin die Hauptrolle spielt. Wie heisst der Film? Ist eine machbare Aufgabe. Und wirklich, die Musik ist sehr zu empfehlen. Wir blenden auch noch die Homepage, Facebook-Page und alles drum und dran. Du kennst die Antwort natürlich nicht, ist klar. Und ja, wir können eigentlich euch das Album noch sehr ans Herz legen. Es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Wir haben sehr viel Herzblut gemacht. Absolut empfehlenswert. Wir haben jetzt eine Woche Zwangspause gehabt wegen technischen Problemen. Da haben sich Filme ein bisschen angehüft und da sind wir auf die Idee gekommen, eine neue Rubrik zu machen. Und die heisst? Im Zeichen der Drei. Und warum heisst die so? Weil wir jeweils drei Filme, also jeder von uns stellt drei Filme vor. Und dann drei Punkte, wieso die Filme unbedingt sehenswert sind und alle Filme bewegen sich über eine Drehhandschellenbewertung. Hey, ganz einfach. Also wir empfehlen die Filme sozusagen wärmstens. Und das geht dreimal. Ja, und da hat gesagt, da kann ich das nicht erklären. Tja, ich brauche immer so einen Anstoff, wenn ich so über die Planke gestoßen werde. Und da fangen wir gerade an. Ja. Als erstes habe ich für euch The Equalizer. Mit dem Denzel Washington als McCall. McCall ist ein ganz sympathischer Charakter, der seiner Umgebung gerne hilft und allen Schwachen gerne aus der Patsche hilft und sie unterstützt. Und der bekommt mit, wie eine Prostituierte, die halb zu Tod prügelt wird. Und was macht er? Er legt sich mit der ganzen Russengang an und kämpft sich bis ganz nach oben durch. Das Ganze bekommt von mir knappe 4 von 5 Handschellen. Und zwar, weil es sehr gut gefilmt ist und geschnitten und editiert. Überhaupt, die ganzen Production Values sind super. Denzel Washington spielt arschcool, so wie sie der Rolle muss sein. Und der Film hat die nötige Härte und überzeugt von A bis Z, ohne langweilig zu werden. Gut, von der knallharten Action kommen wir zum arschcoolen Thriller oder Neon Western, Cold in July, mit Michael C. Hall, Sam Shepard und Don Johnson. Um was geht's? Der Michael C. Hall, wir kennen ihn aus der Serie Dexter, spielt einen Familienvater, der einen Einbrecher erschießt. Und der Einbrecher hat einen Vater, der Sam Shepard, der ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und will sich sozusagen an Michael C. Hall rächen. Macht das auch, tut die Familie terrorisieren, die Polizei nimmt ihn fest und das sind die ersten 25 Minuten vom Film gesehen, weil dann stellt sich plötzlich heraus, dass der Einbrecher, den er erschossen hat, Michael C. Hall, gar nicht die Person war, die die Polizei ihm angibt. Er hat also irgendjemand anders erschossen. Und dann geht der ganze Film weiter und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten, weil das ist nämlich genau eine Stärke von Cold in July. Er macht ungefähr alle halbe Stunde einen Richtungswechsel. Also jedes Mal, wenn man meint, man hat den Film, geht in eine andere Richtung. Das ist die erste Stärke vom Film. Die zweite Stärke ist ein exzellent aufspielendes Cast. Michael C. Hall ist super in der Hauptrolle. Sam Shepard ist wunderbar grießgämig. Und Don Johnson ist der richtige Showstealer als texanischer Detektiv mit einer Schweinefarm, also wo nebenher noch Schweine züchtet. Wunderbare One-Liners. Und der dritte Punkt ist die ganze Atmosphäre vom Film. Er ist wunderbar unterkühlt gedreht, hat einen extremst geilen 80er-Jahre Elektro-Soundtrack. Und wir können wirklich meinen Teil, wie es der John Carpenter Regie geführt hat bei diesem Film. Und das ist absolut im Positiven. Cold in July kriegt von mir 4 von 5 Handschellen, ist ein absolut kleines Meisterwerk. Cold in July, da merke ich mir vor. Ich habe als zweites von euch Turtles. Das 3D schenken wir uns jetzt.
Worum es geht, muss ich ja nicht sagen. Mutierte Schildkröte in New York, Shredder, Bösewicht, Kämpfe. Der Film bekommt von mir knappe 3,5 von 5 Handschellen. Und zwar nur 3,5, weil die Handlung, ja, 0815 ist quasi Mission Impossible 2 abgespeckt, ohne Charakterentwicklung. Bekommt aber trotzdem knappe 3,5 von 5 von mir, weil ich finde, dass Turtles sind super animiert, das Splinter exzellent. Der Shredder ist ganz sicher kein Transformer. Das passt alles und ist sehr comichaft und macht Laune. Und sie haben vor allem als dritter Punkt den Humor in meinen Augen sehr gut getroffen von den Turtles. Gut, kommen wir von den Kämpfen der Schildkröte zu den Kämpfen der Wikinger, nämlich Northman, eine Viking-Saga, ist ein Film von einem Schweizer Regisseur. Ein paar Wikinger stranden an der, irgendwo in Schottland, nein, in Britannien, Großbritannien stranden sie und müssen sich sozusagen gegen feindliche Clan zur Wehr setzen, wo die härtesten Kämpfe denen auf den Hals hat. Das ist eigentlich die Geschichte, mehr hat der Film eigentlich auch nicht zu bieten, was die Geschichte anbelangt. Dafür setzt er einfach konstant auf Action, 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 also auf Kampf, das ist schon mal der erste Punkt. Er ist absolut kurzweilig inszeniert. Er hat wunderbare Naturaufnahmen, ist in Südafrika gedreht worden, aber man könnte wirklich meinen, er sei in England gedreht worden. Und der dritte Punkt ist, es ist einfach ein kurzweiliger Actionfilm, also, oder ein kurzweiliger Wikinger-Actionfilm, der erstaunlich rabiat inszeniert ist. Ich gebe dem Film 3,5 von 5 Handschellen. Ja, was Northman angeht, mal schauen, ob ich da mal dazu komme, mit dem ganzen Backlog, den ich sowieso noch habe. Als dritter und letzter für heute habe ich für euch die Pinguine von Madagaskar. Muss man auch nicht groß etwas dazu sagen. Also die Pinguine um Skipper, also Rico Kowalski und Private. Haben ein neues Abenteuer, man lernt sie kennen, wie sie sich kennengelernt haben. Und nachher kommen sie, es schließt schön an Madagaskar 3 an. Sie gehen vom Zirkus weg und erleben ein neues Abenteuer. Der Film bekommt von mir auch gute 4 von 5 Handschellen, einfach weil er überraschend witzig ist. Er hat super tolle Gags drin, John Malkovich als Bösewicht im Original super und es hat einen Running Gag, den er macht mit Schauspielernamen. Ich tue nur den ersten verraten, es kommen noch viele andere, wo er dann zum Beispiel sagt, Kevin, bake on. Er geht immer so Befehl. Und das ist herrlich, schon allein das. Dann natürlich noch Benedict Cumberbatch als Spürnase, wo Penguins nicht richtig aussprechen kann. Das ist auch herrlich und überhaupt super animiert. Macht Spaß, macht Laune, kurzweilig. Schöner Familienfilm. Gut, nachdem du den Pinguin 4 von 5 Handschellen gegeben hast, komme ich auch mit einem Film, wo ich 4 von 5 Handschellen gebe. Nämlich The Nightcrawler mit dem Jack Gyllenhaal. Was ist Nightcrawler? Es ist eine bitterböse Mediasatire mit Thriller-Elementen. Wo Jack Gyllenhaal ein Typ spielt, der sozusagen auf eigene Faust Sensationsreporter wird in Amerika und sozusagen an den TV-Stationen die blutigsten Bilder liefert, die man sich vorstellen kann und irgendwann einmal beschließt, auch selber gewisse Bilder zu manipulieren und zu produzieren. Der Jack Gyllenhaal spielt absolut überragend. Es ist eigentlich recht bedauerlich, dass er keine Oscar-Nominierung für diese Rolle gekriegt hat. Es ist auch erstaunlich, wie er abgenommen hat. Der ganze Film ist unheimlich dicht inszeniert, unheimlich straight. Es macht einfach irgendwie auch. Es ist wie ein Sog, wo man sich gar nicht erwehren kann. Und der andere Punkt ist, er hat exzellente Nebendarsteller, nämlich René Russo und Bill Paxton. Und es ist wirklich, wie es da heisst, ein Meisterstück. Ich kann 20 Minuten noch recht geben, auch wenn ich in vielen Sachen 20 Minuten nicht recht geben kann. Absolut sehenswert, 4 von 5 Handschellen. Sagt euch den Film. Gut, bevor wir uns verabschieden, haben wir jetzt noch ganz, ganz viele Sachen zu verlosen, nämlich die meisten Filme, die wir jetzt vorgestellt haben. Also wer gemeint hat, so viele Filme und nicht zum Verlosen, eben falsch. Es gibt viel zu gewinnen. Ich fange an mit dem Nightcrawler. Da kann man zweimal auf Blu-ray und zweimal auf DVD gewinnen und beantwortet uns doch einfach folgende Frage. Wer oder was für eine Rolle, wie heisst der Rollenname, wo der Jack Gyllenhaal in Nightcrawler spielt? Genau. So eine ähnliche Frage habe ich später auch noch, aber zuerst verlose ich noch 3x die Blu-ray von The Equalizer. Und dort ist die Frage, was ist denn der letzte Film vor The Equalizer, wo der Denzel Washington die Hauptrolle gespielt hat? Ich wüsste es nicht einmal. Interessant. Gut, dann kommen wir zu Northman, a Viking Saga. Da verlosen wir 2x die Blu-ray, 2x die DVD. Und die Frage ist da, der Johann Heck, Johann Heck heisst er, in welcher bekannten Metalband ist er der Sänger? Dann
verlosen wir noch dreimal DVD für die Pinguine von Madagaskar. Und dort, ich habe es extra nicht erwähnt, jetzt kommt eben die andere Frage, ist die Frage, wie heißt denn der Charakter, der Benedict Cumberbatch im Original durchschwätzt? Und zu guter Letzt verlosen wir zweimal die Blu-ray, zweimal die DVD von Cold in July. Und dort ist die Frage, nennt uns die Serie, mit der der Don Johnson weltbekannt wurde? Ich würde sagen, das war es gesehen für heute. Wir wünschen viel Glück. Jetzt haben wir einige Fragen zum Beantworten. Und ich dann einige Mails zum Beantworten, so wie sie wissen. Ich weiß schon, warum ich dir den Job gegeben habe. Ja, danke. Ja, bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Ich bin weg.